Thank you.
Look in front. Und ich denke, dass das nochmal was ganz Besonderes gewinnt. Der war zum allerersten Mal in Wilhelmshaven, war sehr beeindruckt, engagiert sich ganz intensiv für Umweltschutz und ist ganz, ganz bemüht gewesen, auch dieses Thema zu verbreiten, weil er eben auch wilde Tiere malt und natürlich auch darauf achtet, dass diese wilden Tiere auch weiterhin Lebensmöglichkeiten haben im Dschungel und auf der Welt.